Aber schön. Das ist halb so wild. Kann ich zwei noch einer. Jetzt geht's los. Jetzt geht's auf. Von Keitersberg. In Hauerwart haben wir angefangen. Sind mit dem Zug gefahren. Und heute geht's in Keitersberg auf. Richtung Kötzdinger Hütten. Und zur Räuber-Heigl-Höhle. Ja, der Räuber-Heigl eigentlich. Luis ist auch da. Bin auch dabei, servus. Das ist der Cembalist und Unharmonikanist und Rasslerlist und Percussionist und Haufen Zeichen in meinen Liedern. Ja. Großer Bestandteil von uns. Und ich bin auch da, aber. Also, schau gerade, wie ein Deppert aus, weil ich gerade so. Ich schau dich Deppert aus. Weil ich gerade den. Ja, wie heißt das jetzt? Kameratauschen. Kameratauschen in den Eintopf. Naja, und das ist der Weg, wo es dann rausgeht. Da geht es jetzt eine Zeit lang dahin. Und wenn wir dann um sind, dann sind wir nicht mehr im Tal. Das ist meistens so, ja. Das ist meistens so. Naja, ja. Wenn es irgendwas gibt, dann rühren wir uns. Und aller spätestens sehen wir uns um. So, darf ich sagen, schaut's aus. Und das haben wir halt. Also nicht ganz ein bisschen. Simpering ist unten. Simpering. Aber warte, das war der links genau, drin. In die Richtung ungefähr da. Ja. Ja. Oh, also habe ich schon gesagt. Habe ich noch gar nicht gesagt. Wir sind in der Oberpfalz. Im Landkreis Cham im Bayerischen Wald. Ganz wichtig. Einwandfrei. Daheim ist selber am Schinken. Ja. Nicht in Sachsen oder irgendwie da, wo jetzt der andere von uns ist, der dritte. Ja, weil heute sind wir bloß zu zweites unterwegs. Heute sind wir bloß zu zweites unterwegs. Der andere ist in Elbsandsteingebirge in Sachsen. 3 Meter weiter, da sind wir gerade gewesen. Ja, haben uns gesagt, wir erinnern uns, wenn es was gibt. Jetzt gibt es was. Das ist der Wahnsinn. So was wollte ich als Bub haben. Das wollte ich unbedingt. Ich bin dann auch ins Holz gegangen. Hoppala, mal dran. Ich bin dann auch ins Holz gegangen, aber mein Zeug, das hat immer ausgeschaut. Eine Kraxen habe ich da zusammen. Ich glaube, der Luis. Ich wollte das auch haben, ja, hab's aber nie gehabt. Ja, ich auch nicht. Ich habe immer Versuche gehabt, das zu haben. Ja, ich auch, Versuche. Aber das war dann, hat dann ungefähr eher so ausgeschaut. Meistens, ja. Schwammerdl. Ein Schwammerdl. Schwammer. Das ist ein richtiger Flügelpilz. Ich habe so lange schon keinen Flügelpilz mehr gesehen, wo wirklich ausgeschaut habe wie ein Flügelpilz. Ich auch nicht. Ja, jetzt sind wir. Jetzt sind wir an den besagten Wegen angelangt. Der Luis hat seinen Traum gefunden. Ich hab meinen Traum gefunden, super Bachel. Oh, Bachel, wie leckst du am Arsch, ist das geil. Wieso ist das eigentlich eine saugute Idee gewesen, dass wir hierher kommen? Wir werden nieder so. Wenn die besten YouTuber, die was gibt. Da ist dein Ziegenbad. Und ich werde Kraft meines Amtes. Hm? Ja, die Wege sind aber lustiger. Aha. Jetzt gehen wir schon komplett durch den Wald durch. Nein, eigentlich bloß durch Blaubeeren. Aber das passt schon. So. Heute. Uiuiui, die Gebirgsjäger. Und geschossen. Schießen. Schöner kleiner Gipfel da. Wo war der kleine? Ja. Also jetzt haben wir wirklich die kreislichsten Stückchen durch. Schau schon aus wie die Sau. Brauche ich auch nichts mehr dazu sagen. Irgendwie sind wir nicht auf dem Wanderweg gegangen, aber auch gut im Map schon. Aber jetzt sind wir Richtung Gipfel und man sieht das auch schon. Jetzt wird es langsam echt. Jetzt wird es langsam echt schön. Ich war kurz davor, dass ich gesagt habe, so ein Arschlochsberg. So ein Arschlochsberg. Sowas habe ich mein Laptop noch nicht erlebt. Also. Aber jetzt merke ich langsam, jetzt kommt das Panorama. Jetzt kommen die Berge, jetzt kommt der Wasser drüben,
Der Keitersberg-Gipfel sieht man. Wanderschüttel sieht man wieder. Das macht es wieder Sinn, wenn du jetzt da so vierisch aussiehst. Es müsste jetzt der große Riedlstall sein. Im Osten müssen wir auch irgendwo da durchsehen. Alles da. Alles da. Jetzt geht es mir wieder gut. Einen dritten Storpolz habe ich gefunden. Das hat der Luis gar nicht mitgekriegt. Das stimmt, ja. Aber einen dritten, der ist zwar recht abgefressen, aber Krucher hat der einen Traum. Und jetzt sind wir wirklich da. Tschüss. Schau da vorne, das ist der kleine, das ist der Enzian. Ah ja. Wenn du das da gerade durchschaust, ja. Bewege mal den Zoom. Wo ist mein Finger? Ah, da ist er. Da ist er. Ja. Jetzt, wenn wir noch ein Stück weiter gehen, dann müssen wir einen Osser sehen. Das war bestimmt auch nicht so schlimm, wenn du am Weg bleiben lässt. Da hast du recht. Aber das haben wir halt leider nicht. Ja, da hast du schon Leute. Das muss geil ausschauen. Also wie du lacht. Ja. Der Tag wird immer besser, das ist der Wahnsinn. Es ist auf der Hütte, das mit dem Kartenspielen, die Gipfelwanderung, es ist ein Ringelnatter. Das ist echt der Wahnsinn, jetzt wird es echt schön. Jetzt haben wir bloß noch ganz schön zum Tau, weil wir jetzt bis um 8 Uhr in Kötzding sein müssen, im Paketsding drunter, weil wir nicht sonst anstatt eine Stunde heim, Stunde fahren, weil wir nicht dann nur gut 50 Minuten in Kammbereich hatten. Und dann in Schwandorf, bei uns daheim, ja, das ist das Ärgerliche. Braucht man bei uns daheim nur 50 Minuten warten, damit dass wir dann nur die 5 Minuten heimfahren auf Teimlitz, aber da fällt uns dann schon was ein. Ich glaube, wir schaffen sie. Ja, Video läuft. Oh, Dominic.